Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder hier bist. Und wie du ja vielleicht schon erkennen kannst, es geht um Halloween heute. Es ist ja Oktober und jedes Jahr im Oktober, Ende Oktober oder genauer gesagt am 31. Oktober ist Halloween. Ja, und heute bekommst du meine Meinung, meine ganz subjektive Meinung zu Halloween, meine allerliebsten. Also, es ist ja so, ich habe ja mal in England gelebt und als ich damals umzog, war das auch im Oktober und kurz vor Halloween, also sozusagen. Ja, ich muss sagen, mir war es schon ein bisschen komisch. So ein bisschen komisch, weil ich wusste nicht genau, was ist denn das jetzt in diesem Land, wie wird es da gefeiert und kann mir was passieren, kann mir persönlich was dabei passieren, das wusste ich nicht. Also, keine Angst, es ist nichts passiert, aber ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen den Hintergrund. Halloween ist ja ein keltisches Fest, ein heidisches keltisches Fest von ganz früher, 5000 Jahre alt. Und man hat damals Angst gehabt, dass die Seelen, die verstorbenen Seelen an dem einen Tag an Samhain auf die Erde kommen und deswegen ist also dieser heidnische Brauch entstanden. Ursprünglich haben die Kelten am 31. Oktober das Jahresende gefeiert, also das war der Beginn praktisch des neuen Jahres und das Ende des alten Jahres, das nannte man Samhain. Und daraus ist also dieses keltische Fest entstanden. Und genau an diesem Tag hat man also vor den Geistern Angst gehabt, vor den Geistern in Anführungsstrichen, vor den verstorbenen Seelen, welche also in der Nacht, wo man gedacht hat, dass die in der Nacht auf die Erde kommen und dann die Menschen besuchen. Und verstorbene Seelen sollen ja jetzt nicht die Menschen besuchen, so ist es angesehen worden und da entstand ganz viel Angst. Ja, und dann hat man auch große Feuer gemacht, um eben diese Geister zu vertreiben, weil man auch annahm, dass diese Geister Angst vor Feuer haben. Und man hat sich dann auch noch solche Fratzen geschnitzt, ja, solche mit Blut und großen Zähnen und halt so schaurige Fratzen geschnitzt aus Rüben und aus Kürbissen, hat die vor das Haus gestellt und hat dann auch noch sogar Essen dazu gestellt. Also man wollte damit sagen, dass in dem Haus schon ein Geist ist, dass nicht noch ein neuer reinkommen muss. Und zur Besänftigung hat man dann also das Essen hingestellt. Das ist dieser Brauch, der heidnische Brauch. Und jetzt ist es ja so, also Ursprung England. Dann, wie kommt es nach Amerika? Also es kam einfach durch die Kolonialisierung nach Amerika, die Engländer haben das dorthin mitgebracht und dann hat man plötzlich in England auch Halloween gefeiert. Danach kam es dann nach Deutschland, nicht nur nach Deutschland, nach Europa zu uns. Und bei uns ist es eigentlich nur noch kommerziell. Es ist für meine Begriffe, ist es was ganz Kommerzielles. Es hat nichts mit unserem Leben zu tun, auch nicht mit unseren Bräuchen. Man könnte jetzt sagen, okay, die Kirche hat Allerheiligen, da denkt man auch an die Verstorbenen. Also für mich ist es eher, man denkt gerne an die Verstorbenen, man denkt in Liebe an sie. Ja, das ist so, hat einen ganz anderen Hintergrund, hat jetzt nichts mit Samhain und Halloween zu tun. Ja, und ist letztendlich etwas Kommerzielles. Die Menschen werden praktisch, weil wir, Europa macht ja sehr viel nach, was in Amerika ist, das ist plötzlich auch hier bei uns modern und so, ist dieses Halloween nach Europa gekommen und was mich aber so erschreckt, das ist ja, dass also die Menschen, die sich da verkleiden und an dem Abend durch die Gegend ziehen, dass die an den Türen klingeln und so dieser Hintergedanke, so wie es übertragen wurde, ist man praktisch gezwungen, wenn jetzt jemand klingeln würde, dass man ihm etwas gibt. Ja,
weil der Hintergedanke, und das ist das Schlimme, ist ja, dass sonst an dem Haus oder so oder im Grundstück oder irgendwo etwas kaputt gemacht werden könnte. Und hallo, ich finde, das geht überhaupt nicht. Ja, und das ist das, was mir bei Halloween einfach ja so einen negativen Nachgeschmack gibt. Und es ist einfach irgendwie eine Modeerscheinung und viele, viele, viele Jugendliche machen das mit, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht. Sie haben vielleicht Spaß am Verkleiden, was ja durchaus verständlich ist, aber es ist ja auch dieses Blut und dieses hässliche, grässliche Aussehen. Also meine subjektive Meinung ist einfach, es ist sehr schade, dass aus diesem von damals keltischen Brauch jetzt so eine Kommerzialisierung entstanden ist und dass dieses Halloween ausgenutzt wird, um Geschäfte zu machen letztendlich. Und dass viele von den Menschen, die es also praktizieren, gar nicht die Hintergründe kennen. Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Meinung, was ihr davon haltet. Schreibt mir es bitte wieder unten rein in den Chat und ich bin gespannt, ich werde auch antworten, was ihr so von Halloween haltet und wie ihr so dazu steht. Okay, also das war mein Beitrag zu Halloween und ich freue mich, dass du hier warst und ja, like mich oder abonniere mich, das ist mein Geschenk, dein Geschenk für mich. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.